jetzt gerade nicht, aber ich finde es wichtig, dass die Beteiligung breiter wird und in Form von kurzen Statements oder Fragen oder Einschätzungen. Ja, das geht mir auch so. Dann werden wir jetzt mal in die Runde gucken und gucken, da gibt es zum Beispiel eine kurze Einschätzung. Wir müssen das, damit alle zu Wort kommen, auch ein bisschen kurz halten. Ja, ich hatte mich schon vorhin oder vor langer Zeit gemeldet, als der Herr noch da war, aber bei ihm wird sicherlich in diese Sache eh nicht eingehen. Der Punkt ist doch gerade, es ist auch angeklungen, wenn Wasser gesagt wird von den Bürgern, und dann wird ein Wasserbecken konkretisiert, dann ist doch die Frage, wieso die Beteiligungskultur nicht so weit gediehen ist, dass man kapiert, man kann nicht irgendwelche Sachen abfragen und auf Karteikärtchen aufschreiben lassen und dann die Beteiligung abdrängen. Gerade in der Konkretisierung, da muss die Beteiligung fortgeführt werden und da muss der Bürger dann wirklich auch sich technisches Wissen aneignen und kann dann beurteilen, wohin es führt, wenn er jetzt zum Beispiel sagt, wir wollen eine Wasserfläche, und das hat Herr Wages schon gesagt, dass dann halt andere Sachen in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber jetzt ist die Baugenehmigung für dieses Wasserbecken schon erteilt. Und das ist ein Skandal. Da wird von den Bürgern nicht quantifizierten Prozentsatz gesagt, wir wollen da Wasser, und dann wird die Baugenehmigung für ein über 3 Hektar großes Wasserbecken erteilt, für eine Landform, für einen Damm, der mitten in geschützte Biotope und Habitate geht, für 11 Millionen Euro und was weiß ich. Und dann wird behauptet, wenn wir ab und zu darüber informieren, haben wir die Bürger beteiligt. Das haben wir gemacht. Vielen Dank. Also wenn diese Beteiligungskultur sich nicht ändert. Wir haben die Meinung jetzt von Ihnen. Ich würde so gerne noch ein paar mehr Meinungen hören. Wer hat noch eine Meinung? Hier äußern möchte ich natürlich die Frage. Ja, geht los. Ja, ich würde gerne mal zu diesen Bebauungsplänen kommen und darüber eben auch mal sprechen wollen, dass es hier ja von den Veranstaltern her betroffene Kolonien gibt, die bei der Realisierung dieser Bebauungspläne nicht mehr... Ja, sehr gerne. Das machen wir gleich. Dann frage ich jetzt noch kurz, gibt es hier zum Beispiel hier vorne, Sie sitzen, Sie sind doch auch einer unserer Experten, Herr Professor Mönninger. Haben Sie zu dem, was wir jetzt gehört haben, Wasserbecken, ja, nein, Bürgerbeteiligung, erst wollen Sie Wasserbecken, dann wollen Sie keins, was sind die Zusammenhänge, haben Sie da eine übergeordnete Meinung? Ich komme aus Wilmersdorf, also aus der Ferne hier reingereist und kann die Prozesse nur aus der Ferne beobachten, aber ich bin schon ein bisschen schockiert oder erschüttert, diese Art von Misstrauen, geradezu diese kalte Kriegsstimmung, die hier herrscht. Politisches Handeln ist absolut suspekt, ist Projekthandeln von dem Herrn, dessen Namen ich immer noch nicht weiß, der hier vorne stand, ist auch höchst suspekt. Also es ist eine Art von organisierter Friedlosigkeit und jedes Wort, was von anderer Seite gesagt wird, wird nicht für ernst genommen. Also man hat sich immer im Verdacht, dass so geheime Verführungen im Spiel sind und nichts für wahre Münze genommen wird. Es ist mein Eindruck, tut mir leid, ich bin wirklich kein Experte jetzt für Tempelhof. Was ich als Resümierer gerne als eine Hauptfrage für diesen Abend hätte, diese gesamten Detailfragen zusammengefasst, was könnte ein wirksames Mittel sein, damit dieses 100% Tempelhof, was sich vielleicht durch ein Konsensverfahren auf 90 oder 85% Tempelhof entwickelt, dass das nicht weiter, wie Herr Wages sagt, zu einem Zwiebelverfahren wird. Ich kenne keinen großen öffentlichen Raum in Berlin oder Paris oder New York, der anfangs, sondern von seit 100 Jahren, nicht bewahrt werden sollte, der heute völlig zermürbt, zerpulvert, versiebt ist. Jeder Berliner Volkspark ist heute nur noch ein Fragment. Parasitäre Nutzungen, Umwandlungen, Fremdnutzungen, das gesamte Fragmentarisierung. Was könnte Tempelhof die Gewähr bieten, wenn man sich auf einen Kompromissweg einer Randbebauung bewegt, dass es nicht dann doch Tag für Tag oder Jahr für Jahr weiterhin im Zielprinzip abgeschert wird? Das wäre für mich die große Frage, die ich gerne an den Kollegen gestellt habe. Das war, Herr Wages, Sie schreiben doch mit, oder? Das war eine gute Frage, was eine Zersiedlung oder eine Hörnchen- oder Zwiebelmechanik, was man da machen kann, um zu sichern, dass wenn jetzt an den Rändern was passiert, das nicht immer weitergeht. Nicht?
finde das einen wahnsinnig wichtigen Aspekt. Wir haben noch mehr, ja? Also ich möchte jetzt mal zu dem ersten Teil des Beitrags etwas sagen. Es ist so, dass die Tempelhof-Projekt, die Grün Berlin GmbH, ebenso wie die Grün Berlin Stiftung, zwar offiziell behauptet, sie würde eine Bürgerbeteiligung machen. Ich würde das eher eine partielle Bürgerinformation nennen. Ganz klar ist festzustellen, dass das erste Bauvorhaben auf diesem Feld eben keiner dieser Bebauungspläne ist, sondern besagtes Wasserbecken plus Landform plus Arrondierung. Hier geht es um die Aufwertung des Tempelhofer Flughafengebäudes für den Eventbetrieb. Das lässt sich auch anhand des schallschutztechnischen Gutachtens ablesen, dass es ganz klar eine Kompartimentierung gibt und eine Aufwertung dieses Bereichs, der aber, deswegen meine Frage vorhin war, ob es nicht quartiersnäher gegangen wäre, auch mit Wasser, mal abgesehen davon, dass hier das Wasser eben von den Dachflächen genommen wird, dass dieses woanders auch bewerkstelligen. Denn wir haben unter dem Tempelhofer Feld ein riesiges System für Löschwasser, was funktionsfähig ist. Wir haben ein System, ein Rinnensystem, was mit zu diesem Hauptsammler auch gehört, womit das Wasser erstmal rein theoretisch an jeden anderen Punkt gelangen könnte. Es ist falsch die Aussage, dass dieses Becken nicht mit Tiefbrunnenwasser gespeist wird. Es wird es zur Befüllung, weil sonst würde es Jahre dauern, ehe es gefüllt ist. Das steht in den Bauunterlagen, genauso wie in diesem Gutachten von Professor Sieker. Ich habe eine Akteneinsicht gemacht, die ich beantragen musste. Mir ist die Einsicht in die Vorplanungsunterlagen verweigert worden, per Bescheid der Grün-Berlin-Stiftung, die angeblich eine sogenannte privatrechtliche Stiftung ist. Dort gibt es wirkliche Widersprüche. Es ist nicht so, dass grundsätzlich der eine auf den anderen die Argumente sich nicht anhören möchte, sondern es ist so, dass die Tempelhof-Projekt genau das macht, was sie muss. Bei diesem Verfahren, ich will nur diesen Einsatz noch sagen, die BPU-Unterlagen, das heißt, die öffentliche Hand ist nicht benötigt, den Bürger zu beteiligen und deswegen hat sie es nicht getan, auch wenn sie den Anspruch haben, außen offen vertritt, dass sie Bürgerbeteiligung machen. Das war alles. Ja, danke. Ich würde jetzt ganz kurz nochmal selbst einen kleinen Augenblick eine Beschreibung abgeben. Ich glaube, dass wir hier sehr informierte Mitglieder in der Runde haben, die sehr viel Akteneinsicht genommen haben, die sehr viel technisches Verständnis haben. Ich glaube, wir haben ja auch Bürger, die etwas freier an die Dinge rangehen. Ich habe jetzt extra mal einen ganz kleinen Augenblick die technischen Belange zurückstellen wollen, um gerade auch, dass ein Wasserbecken in der Dimension technische Schwierigkeiten aufwirft, das wissen wir alle. Entscheidend ist doch, wollen wir ein Wasserbecken oder wollen wir es nicht? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Und dann kriegt man das auch irgendwie hin und dann kriegt man es auch hin argumentiert und dann kriegt man es auch rechtlich hin. Aber ich würde jetzt auch ganz gerne mal neben den ganzen technischen Belangen, die sehr, sehr wichtig sind, die ich auch noch alle kommentieren könnte, weil ich mit Herrn Schmidt schon ganz viel zusammengesessen habe, aber das ist doch nicht das Einzige. Das, meiner Meinung nach gehört es auch dazu, nochmal einen Schritt weiter zurückzugucken und zu sagen, was spricht dafür, was spricht dagegen. Können wir nochmal auf der Ebene, das hatte ja hier Herr Mönninger eben sehr schön angefangen und auch vorher gab es schon Beiträge in die Richtung, können wir da nochmal versuchen, einen kleinen Augenblick zu bleiben?